maybe you know, he's a morning star in the angel. Und Lucifer kennt ihr vielleicht, er war der Morgenstern in der Engelwelt. Angels, there were the many who don't want to bow. Aber es gab auch viele Engel, die sich nicht vor den Menschen verbeugen wollten. God did not say anything to them. Und Gott sagte nichts zu diesen Engeln. God did not use violent force. Gott hat keine Gewalt benutzt, um damit sich diese Engel vor den Menschen verbeugen. But what angel was saying? Aber was haben diese Engel gesagt? We follow you, they say to God. Die haben zu Gott gesagt, wir folgen dir. And you ask us, we follow you. Wenn du uns bittest oder fragst, dann folgen wir dir. We pray like to you. Wir beten sehr viel zu dir. And we are in harmony in the angel world. Und wir sind in der Engelwelt in Harmonie. What God answered us. Aber was war Gottes Antwort? What I know, you don't. Was ich weiß, das wisst ihr nicht. So God saying to the angel creation, what I know the human creation, you don't know. Was Gott also ganz zur englischen Schöpfung sagt, ist, was ich weiß, das wisst ihr nicht. Über die menschliche Schöpfung. So question is, which purpose and motivation God created, human creation? Das ist also die Frage, mit welcher Motivation und mit welchem Zweck erschuf Gott die menschliche Schöpfung. God was creating us for emotional purpose. Gott erschuf uns für einen emotionalen Zweck oder Sinn. A fulfillment of creation. Die Erfüllung der Schöpfung ist. So when God was creating many creation. Das ist die Erfüllung der Schöpfung, als Gott viele Schöpfungen erschuf. God said it's good. Und sagte Gott immer, es ist gut. But when God created human being. Als Gott die menschliche Schöpfung erschuf. God said very good. Sagte Gott sehr gut. So God was satisfied. With his creation. Das heißt, Gott war zufrieden mit seiner Schöpfung. So when we look at each other, und wenn wir uns jetzt gegenseitig angucken, sometimes I wonder, I ask myself questions. Dann wundere ich mich manchmal selber und frage mich selber. Really, human creation is something special? Sind die Menschen wirklich etwas Besonderes? Right now, answer is no. Zurzeit ist die Antwort nein. But there is one sentence of Jesus. Aber es gibt zum Beispiel einen Satz von Jesus in, the Bible. In der Bibel. You should be perfect as your heavenly Father is perfect. Du sollst so perfekt sein, wie dein himmlischer Vater perfekt ist. Oder so vollkommen sein, wie dein himmlischer du Vater. Du sollst der vollkommen sein, wie dein Vater ist in Himmel. Ja. Okay. Now, if I ask you, what is it mean a perfection? Jetzt aber, jetzt frage ich euch auch, ich frage euch, was heißt hier Vollkommenheit oder Perfektion? Perfection means not architecture. Und Perfektion oder Vollkommenheit heißt nicht, dass wir der beste Architekt werden sollen. Perfection is not that we become super politics. Oder dass wir ein Superpolitiker werden. Perfection is not meaning that we have a lot of money. Oder dass wir viel Geld haben. Perfection is also not meaning that we are very intelligent and we have a lot of knowledge. Perfektion heißt auch nicht, dass wir sehr intelligent sind und viel Wissen haben. On and on. Und das geht uns so weiter und so fort. But perfection should be like this. Aber Perfektion sollte so sein. That ordinary person can follow. Dass eine ganz normale Person. That one normal person should also fulfill this purpose. Dass auch eine normale Person diesen Zweck erfüllen kann, diese Art der Vollkommenheit zu erreichen. Also even. Animal creation can fulfill. Und dass selbst die Tierschöpfung erschaffen kann. So perfection in the eyes of God is. Und Perfektion ist also in den Augen Gottes. Oneness in love with God. Seine Einigkeit in Liebe mit Gott zu haben. So that's a 50%. Das sind 50%. Loving God is a 50%. Gott zu lieben sind 50%. But to practicum to show God love in reality is mean you have to love your family. Aber die Praxis, Gott zu lieben, ist dann in der Realität auch unsere Mitmenschen zu lieben, unsere Mitmenschen. So there's a theory. Es gibt also die Theorie, einfach nur Gott zu lieben. And then the practicum. Und dann die Praxis, diese Liebe auch an seinen Mitmenschen auszuüben. So let's say I love you. Zum Beispiel sage ich jetzt, ich liebe dich. But I hate your children. Aber ich sage dann, ich hasse deine Kinder. It's not enough. Das ist keine richtige Liebe. Yes. So when I met God, als ich also Gott getroffen habe, God said, you love me.
fragte Gott, liebst du mich? I said yes. Da habe ich gesagt, ja. Then God said, love my creation like this. Und dann sagte Gott zu mir, lieb meine Schöpfung auch so. Our problem is loving God is very easy. Unser Problem ist, Gott zu lieben, ist sehr einfach. God is not here. Weil Gott ist nicht hier. But human being is here. Aber die Menschen sind hier. And to love this human being is a challenge. Und die Menschen zu lieben ist eine ganz schön große Herausforderung. But here I want to say something more. Aber hier möchte ich noch etwas sagen. If God would be visible right now, wenn Gott jetzt genau sichtbar werden würde, I think you have also difficulty to love God. Dann hättet ihr bestimmt auch Schwierigkeiten, Gott zu lieben. Because God has many characters. Weil Gott hat viele Charaktere oder Charakterarten. God is a strange nature. Gott ist eine sehr fremde Natur auch oder ein sehr fremden Charakter. Maybe if you live one week with God, you have a Kopfschmerzen. Vielleicht wenn ihr eine Woche mit Gott lebt, dann habt ihr vielleicht schon Kopfschmerzen. Why? Warum? Many people say we like to meet God. Viele Leute sagen, ja, wir möchten gerne Gott treffen. But when you meet God. Aber wenn ihr Gott trefft, in this moment God don't ask you. God asks you something big. Der fragt euch Gott dann auch in diesem Moment etwas Großem von euch. Give you responsibility. Und zwar er gibt euch Verantwortung. He wants that how you can change the world. Und er möchte auch oder erklärt euch, wie ihr die Welt ändern könnt und ihr sollt es dann auch machen. So when God made me prophet. Als Gott mich also zum Propheten gemacht hat. I was very happy. Da war ich sehr glücklich am Anfang. I can fly in heaven. Ich konnte in den Himmel fliegen. Angel was there. Die Engel waren dort. We are mystic dancing. Und wir haben mystisch zusammen getanzt. Beauty was there. Die ganze Schönheit war dort. Everything was happening. Und alles war in Harmonie. But when I wanna go back. Und als ich aber zurückgehen wollte, God gave me the list. Hat mir Gott diese Liste gegeben. Diese To-Do-List. That's the way you have to change the world. Und hat mir gesagt, so, das ist die Weise, wie du die Welt ändern sollst. I read the whole list. Ich habe die ganze Liste mir durchgelesen. Und habe ich bereut, habe ich Gott kennengelernt. Und dann habe ich bereut, dass ich Gott kennengelernt habe. I regret that God. So don't ask God, I want to meet you right now. Frag also Gott nicht, ich möchte dich jetzt sofort treffen. But one thing is, aber eine Sache, ja? Wenn du walk for the will of God. Wenn du für den Willen Gottes geht oder lauft. What is the will of God? Was ist der Wille Gottes überhaupt? That's the question. Das ist die Frage. Yes. Die Menschen zu ihm bringen. Yes. When Peter was asking, Peter came. Ja, als Petrus kam. He was telling, oh, we don't have money. Sagte Petrus zu Jesus, oh, wir haben kein Geld. We are getting insolvent. Wir werden insolvent oder we have this problem. Wir haben jenes Problem. We have a business problem. Wir haben Geschäftsprobleme. And he make a big list. Und dann hat Jesus eine große Liste angefertigt von Problemen. And Jesus giving one answer which is not logical. Und Jesus gab eine Antwort, die nicht logisch ist. Jesus say, forget all this problem. Jesus sagte, vergiss all die Probleme. Today is worry enough for today. Die heutigen Sorgen sind genug für heute. Tomorrow, this day will take care of its own self. Und morgen werden sich diese Probleme selber lösen. Yes. Oder selber um sich kümmern. So Peter asked, what shall I do? Und Petrus hat dann gefragt, was soll ich jetzt tun? Jesus said, do the will of God with me. Jesus sagte, verrichte den Willen Gottes. Everything will be given to you. Und alles wird dir dann gegeben werden. Will of God means a good news. Der Wille Gottes bedeutet hier die gute Nachricht. Jesus did not give so much answer and explain so much. Oder diese gute Nachricht zu verbreiten. Aber Jesus hat ihm nicht so viel erklärt oder er gab nicht so viele Antworten darauf. Because that time people spoke in symbol. Weil in dieser Zeit haben Leute viel in Symbolen gesprochen. And they were angry with Jesus, so Jesus did not explain it. Und die waren sehr, sehr sauer mit Jesus und deswegen hat er zum Schutz in Symbolen gesprochen, die er dann nicht am Ende aufgelöst hat. But symbol he says something. Aber in symbolischer Sprache sagte er, I want to share many things with you. Ich möchte mit euch viele Dinge teilen. Heavenly, heavenly. Ich möchte mit euch viele himmlische Dinge teilen. But you don't understand. Aber ihr versteht ja nicht mal die irdischen Dinge. Why? Warum? Because you are blind. Weil ihr blind seid, sagte er. You are spiritually blind. Ihr seid geistig blind.
And why you are spiritually blind, I give you a simple. Und warum seid ihr geistig blind? Ich gebe euch da auch die Antwort. Ein Beispiel. One follower, one young follower. Ein junger Anhänger von Jesus. He say, my father died. Sagt zu Jesus, mein Vater ist gestorben. And I want to bury him. Und ich möchte ihn begraben. And then I want to help. Und dann möchte ich dir helfen. What Jesus said. Was hat Jesus gesagt? Let bury your father. Let bury the dead. How is it? Let bury the dead to death. Yeah, let bury the dead. Death to death. To death. Ja, also Lukas 9,60, lass die Toten begraben, du aber komm und verkünde das Reich Gottes. Now, one person. Aber one person war der dead. Aber es war ja eigentlich nur eine Person war ja tot, und zwar der Vater. Other went to bury. Aber die anderen kamen, um ihn dann zu begraben. Warum waren die auch tot? They are also dead. Und Jesus sagte, sie sind auch tot. Why? Warum? Because they do not have a spiritual senses. Weil sie keine geistigen Sinne haben oder sie nicht offen sind. Yes. If you have open spiritual senses. Wenn ihr auch die geistigen Sinne habt. Your many questions will be solved already. Dann werden viele eurer Fragen schon bereits geklärt sein. Without asking. Ohne dass ihr überhaupt fragen müsst. For example, zum Beispiel, if your spiritual senses is open, wenn eure geistigen Sinne offen sind, you can see your own spirit, könnt ihr euren eigenen Geist sehen, where you have a darkness, ihr könnt sehen, wo euer Geist Dunkelheit hat, where is no light, wo kein Licht ist, where is the light, oder wo Licht ist. Geist. So your spirit will tell you what kind of human being you are. Und euer eigener Geist wird euch also schon mitteilen, was für ein Mensch ihr also seid. So for example, people are sitting here. Zum Beispiel, wenn die Leute, die hier sitzen, my spiritual senses are open. Meine geistigen Sinne sind offen. So when I see here in the darkness. Und wenn ich also die Leute sehe, dann kann ich zum Beispiel sehen, dass hier im Kopf zum Beispiel Dunkelheit ist. It means the pressure is from here. Das heißt dann, dass zum Beispiel ein Verbrecher vor mir sitzt. Kriminal. Oder ein Krimineller. Who misuse other people for his own benefit. Der andere ausgenutzt hat für seinen eigenen Vorteil. If we have a hair darkness, wenn wir zum Beispiel hier Dunkelheit haben, it means the people do not know what meaning is real love actually. Dann heißt es zum Beispiel, dass diese Person oder diese Leute nicht wissen, was wahre Liebe ist. So when you are spiritually open, wenn man also geistig dann offen ist, in this moment angels are coming to you. Kommen auch in diesem Moment die Engel zu euch. So what they are saying to you? Und was sagen sie dann zu euch? They don't say, "Please, God, how are you? Everything is okay." Die begrüßen euch nicht. Sie sagen nicht, "Grüß Gott" oder "Wie geht's euch?" oder "Hallo." Ja, was gibt's Neues? Oder bist du arbeitslos? Oder was gibt's Neues? Oder bist du arbeitslos? Ja, ich habe keine Arbeit. You have a problem with your wife, you know? Oder hast du Probleme mit deiner Frau? Yes. I will protect you. Und die Engel sagen dann, oh, ich schütze dich vor deiner Frau. When angels do not know what is a woman, to have a relationship, how they can protect you. Weil, wie kann euch ein Engel helfen, der nicht weiß, wie es ist, mit einer Frau zu sein? Wie soll er euch dann vor einer Frau schützen? Ne? Yes. Schützen? Yes. No. Hey, you have to come to know. Erstmal muss er ja diese Frau kennen. I'm Janis Mutte, diese Frau leben zu sein. Then he know how difficult it is. Dann musst du jetzt dieser Engel erstmal ein Jahr mit dieser Frau zusammenleben, um zu wissen, wie es mit dir ist. Eins reicht auf keinen Fall. Ein Jahr kann man sich noch ein bisschen verstecken. Ein Jahr ist ein Jahr zu viel. Manchmal drei Tage. Hallo? Verlassen, Bruder. Nee, kann das sein. Zwei Engel stehen auf. Das ist die Erfahrung. Wir haben ja in der Vergangenheit eine merkwürdige Person aus der Schweiz in unserem Chat gehabt. Und du hast eben gesagt, dass wenn du uns anschaust, kannst du so die dunklen Stellen sehen. Und was hast du bei dieser Frau aus der Schweiz gesehen? You want to know what you saw. You remember Alexander? Marion was in June, when first time I met her. Yeah.
Also es, da gab so eine Frau und ja, die hat sehr viel Stress geschoben in Kleinigkeiten. Und also, ja, er hat gefragt, wie sah der Geist dieser Frau aus? When I had first time this woman, als ich diese Frau zum ersten Mal traf, she came like she had a lot of love for me. Kam sie und tat so, als hätte sie Liebe für mich. And she will do many things for us. Und dass sie viele Dinge für uns tun möchte. And Marion was sitting over there, yeah? Und Marion saß dort. Marion hat gesagt, ehrlich, ja? Und Marion sagte dann zu mir, ganz ehrlich, honestly, tell about this woman, yeah? Sag mir, was siehst du in dieser Frau? And my answer was, she is psychokrank. Und ich, meine Antwort war, dass sie psychologisch krank ist. She will make a trouble. Und dass sie Ärger machen wird. She said, no, but she looks good, she is very warm. Oh. Yeah. She was, Marion said, she looks good. Ja, aber positiv auch gesagt, ihre Rede so und so. Ne? Sie kam mir so positiv vor. But while she was talking to me. Aber während sie mit mir sprach. Das ist sehr interessant. When we will live in God's world. Und das ist auch sehr interessant, weil wenn wir in Gottes Welt dann leben werden. And somebody lied to somebody. Und jemand mit jemand anderem lügt. Zum Beispiel. Zum, also als Beispiel, ja? Dark smoke will come out of his mouth. Dann sind wir durch, dann durch unsere geistigen Sinne wie dunkler Rauch aus der Hand. Aus dem Mund rauskommt. Dann wird sich das auch erleben. And this is a problem in the spiritual world. Und das ist aber auch ein Problem in der geistigen Welt. Our spirit is naked. Unser Geist ist dort nackt. We cannot hide it. Wir können nichts verstecken. If you are Lügner, we can see it Lügner. Wenn wir also ein Lügner sind, dann können die Geistwesen dort auch sehen, dass wir ein Lügner sind. Money is a murder. Wenn jemand ein Mörder ist, everybody can see. Kann jeder sehen, dass er ein Mörder ist. Cannot be hide. Der Geist kann nicht verstecken werden. And if somebody is a lovely person, und wenn jemand zum Beispiel eine liebliche Person ist, you can see the light. Dann kam so das Licht in diesem Geist dort so wieder. What is spiritual world? Was ist also die geistige Welt? There are billion dimensions. Es gibt Milliarden von Dimensionen. And you go exactly this dimension where you belong. Und ihr geht genau in die Dimension, in die ihr auch gehört. So you can imagine. Und ihr könnt euch also dann vorstellen, if you are a criminal, wenn ihr zum Beispiel ein Krimineller seid, and you end one dimension where all criminals come. Und ihr kommt in eine Dimension, wo auch nur Kriminelle sind. How you gonna change? Wie werdet ihr euch dann dort ändern können, zum Besseren? Or if you go one dimension where you are lying. Oder ihr geht in eine Dimension, wo nur Lügner sind. And you are a liar. Yeah? Und du selber bist ein Lügner. Everybody lying there. Und jeder andere lügt dort auch. So how are you gonna feel? Wie fühlst du dich also? So Earth is a very much possible. Auf Erden sich also geistig zu entwickeln, ist sehr, sehr gut möglich. You can meet any different kind of people. Ja, du kannst jede Sorte von Leuten treffen. Yes. You can meet good people. Du kannst gute Menschen treffen. You can meet greedy people. Du kannst gierige Menschen treffen. So you have a possibility to change yourself. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, dich selber zu ändern. But spiritual life. Aber im geistigen Leben. It's just like a nun. Es ist wie eine Narbe. And the Faden. Die keinen Faden mehr hat. Nein, Faden. Ja, ja. Oder ihr kennt doch eine Narbe und Faden. Yes. Spiritual world, you have a spirit. But you don't have this, wenn ihr dann in der geistigen Welt nur noch seid, also tot seid oder gestorben seid, dann seid ihr nur noch eine Nadel, aber ohne Faden. Ohne Faden. Und ihr könnt nicht mehr nähen. Also, so when you're gonna try to do something over there, you're gonna make only hole. Ja, yeah. Und das heißt, wenn ihr aber dort versucht zu nähen, dann macht ihr nur Löcher in die Fleisch. Yes. So on Earth, we should come to know first thing. But das heißt, auf Erden sollten wir also als allererstes kennenlernen oder herausfinden, why God gave us body. Warum Gott uns den Körper gab. Also in der geistigen Welt findet keine Entwicklung mehr statt. Growth is there. Es gibt schon noch Wachstum. But takes million years. Aber Millionen von Jahren. For example, like I told many times, in Earth your spiritual growth of 30 years. Beispiel, ich habe ja auch oft schon das Beispiel gegeben, dass auf Erden 80 Jahre, also 80 Jahre, die wir hier als Menschen leben, spiritual growth. Im geistigen Wachstum, wenn wir uns also geistig entwickeln, 80 Jahre lang. Spiritually. Geistig, ja. You need a spiritual world 30 million years. Für das gleiche Wachstum brauchst du in der geistigen Welt 30 Millionen Jahre. Very slow. Das heißt, es ist also sehr, sehr langsam vergleichbar. That's why God created the God body. So spirit can grow with high spirit.
Und deswegen gab uns Gott den Körper, damit wir unser Geist sich mit sehr hoher Geschwindigkeit entwickeln kann. We grow very high speed. Wir können mit sehr hoher Geschwindigkeit wachsen. Nein, we are growing with high speed. Ja, das ist okay, okay. Wir wachsen mit hoher Geschwindigkeit. Aber in welche Richtung? Aber in welche Richtung? That's a question. Are we growing spiritually? Wachsen wir geistig? Or we are doing many things what is nothing to do with spiritual life. Oder tun wir viele Dinge, die nichts mit dem geistigen Leben tun? For example, zum Beispiel, you are multimillionaire. Du bist Multimillionär. You fulfill one purpose. Du hast einen Zweck erfüllt. But this money, you cannot take with you. Aber dieses Geld kannst du nicht mit dir ins geistige Leben nehmen. You are very famous. Du kannst auch eine sehr gute Person sein. But soon you die. Aber sobald du stirbst, they call you dead man. Nennt sich nur noch ein toter Mann. Tony Mann. You famous, nobody cares. Du bist berühmt, das interessiert dort niemanden mehr. You're not gonna take any document that you are the Bundeskanzler. Und du nimmst auch kein Dokument mit, dass du mal der Bundeskanzler warst. Yes, so everything what we are growing material world for material purpose. Das heißt, wofür wir in der materiellen Welt für materielle Zwecke wachsen. Which cannot go with you. Die nicht mit uns gehen kann. It's not a belong to you then. Die gehören uns dann nach dem Tod nicht mehr. So what happened? The moment of death. Das heißt, im Moment des Todes. Moment of death. This world which we are living, he is leaving you. Verlässt uns diese Welt, in der wir gelebt haben. He is slow motion going back. Ist wie in Zeitraffer, geht sie dann hinter uns oder geht sie in die Vergangenheit. And our spirit going future. Und unser Geist weist in die Zukunft, also nach vorne. So whatever we did for the material purpose. Was immer wir auch für den materiellen Zweck dann gemacht haben. We are looking back. Da gucken wir natürlich zurück, weil dafür haben wir die meisten gelebt. What we saved everything. Alles, was wir uns gespart haben oder gemacht haben vor uns. That's why Jesus was saying, don't save on earth. Deswegen sagte Jesus ja auch, spart nicht oder sichert euch nicht alles auf Erden oder spart nicht auf Erden. Because you're gonna lose it. Weil ihr werdet es im Endeffekt eh verlieren. Spart where you don't lose it. Sondern legt dort an, wo ihr es nicht verliert. So question is, what shall I save for spiritual life? Das ist also die Frage, was soll ich also fürs geistige Leben sparen oder anlegen? Which can go with me. Was also dann auch mit mir nach dem Tod gehen kann. Yes. And I think this was an amazing grace from God that he gave me 6 keys. Und das war ein erstaunlicher Segen, dass Gott mir 6 Schlüssel gegeben hat. Because before people don't know, Jesus said you should be perfect, but they don't know the keys actually. Jesus hat zwar gesagt, ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater, aber er hat nicht gesagt, wie wir vollkommen sein sollen wie unser Vater und welche Schlüssel wir nutzen sollen. And first time I'm explaining. Und die erkläre ich zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte. Body is a mind. Der Körper ist ein Schlüssel. Later we can explain what is the purpose. Und später kann ich erklären, was der Zweck des Körpers ist und wie das genau funktioniert, etc. Body is a monkey. Der Körper ist ein Schlüssel. Mind is a second. Der Verstand ist der zweite Schlüssel. Consciousness is third key. So, das Bewusstsein ist der dritte Schlüssel. Conscience is number four key. Ist der vierte Schlüssel. Is number four key. Ja. Das Gewissen. Das Gewissen ist der vierte Schlüssel. Your heart is number five. Das Herz ist der fünfte Schlüssel. Your Geist is number six. Und euer Geist ist der sechste Schlüssel. Spirit. If you come to know how this functions, wenn ihr herausfindet, wie das funktioniert, you meet God. Dann könnt ihr Gott treffen. Oder dann trefft ihr Gott. If you know how these 6 keys functioning, wenn ihr wisst, wie diese 6 Schlüssel funktionieren, you can be citizen of eternal life. Dann könnt ihr ein Einwohner des ewigen Lebens sein. I give one example. Ich gebe euch ein Beispiel. But this is very interesting. Aber das ist sehr interessant. There was a time of Mamun Rashid Kaiser in Baghdad. Mamun Rashid. Ah, es gab einen Kaiser namens Mamun Rashid. Vergiss, er war der Kaiser. Er war Kaiser of Baghdad. Ja, Baghdad. Er war Kaiser.
Und he was early morning, he was traveling, walk with his wife with the horse. Und früh am Morgen reitete er mit seiner Frau auf einem Pferd. And he saw one Sufi. Und er sah einen Sufi. And what Sufi was doing? Und was hat der Sufi gemacht? You know, like a German making houses, a sand on sand. Sandcastles. Yeah, yeah. Kennt ihr, wenn Kinder Sandschlösser bauen? You saw. Ja, habt ihr es schon mal gesehen? And he was making sand different palaces. Und aus diesem Sand machte er verschiedene Paläste fertig. Yes. So his wife was with him with the Kaiser. Und die Frau war ja mit Mormon. But mit dem Kaiser. Yeah, but they was calling this Sufi. He had the mentorship. Aber die sagten zum Sufi oder seinen Bediensteten oder Mormon oder Schied sagte, dass dieser Sufi mental psychisch krank ist. Many people were saying. Oder viele Leute sagten das über diesen Sufi. Yes. So the queen von the Kaiser. Und diese Königin sagte dann. How much cost this one palace? Wie viel kostet eines dieser Paläste? And he says 100 euro. Und er sagte 100 Euro als Äquivalent. Would you really making this one, yeah? Ja, also das, also so ein Sandschloss, und das hat er für 100 Euro verkauft. Ja? Yes. She said she feel compassion. Und sie hatte Mitleid mit ihm. She said, sagte, he is okay, not normal, I give him 100. But she feel compassion for him. Und sie hatte Mitleid mit ihm, sie gab ihm das Geld, was 100 Euro heute entsprechen würde, weil sie dachte, ja, okay, er ist ein bisschen Baller, er braucht das Geld. Okay. When he gave, when she gave the 100 Euro, als sie ihm die 100 Euro gab, he said, welches Schloss willst du? Sagte er, welches Schloss möchtest du haben? She said, the big one. Yeah? Weil sie sagte, das Größte. Oder he der Große. He said, then, he made with his hand, he destroyed his sand house, yeah? Und dann zerstörte er dieses Sandschloss mit seinen Händen. And he said, you already have now in heaven. Da sagte dann dieser Sufi, jetzt hast du es im Himmel. Jetzt hast du es bereits im Himmel. Und der Kaiser, wenn he was hearing that, no? Und als der Kaiser das hörte, hat er totgelacht. Also ist totgelacht. He said, how we say in German, hat er dich verarscht. Wir sagen das auf Deutsch, er hat verarscht, hat er zu seiner Frau gesagt. 100 Euro. Okay, he make a fool, yeah? Yes? He make a fool? Yeah. Out of him. Ja, er hat sich zum Lachen gehalten. And many people say, yeah, this person is not normal. Und viele Leute haben auch gesagt, ja, dieser Sufi ist nicht normal. Okay. Night time, when Kaiser was sleeping, und nachts, als der Kaiser dann schlief, he came out from his body, his kam sein Geist aus seinem Körper raus. And he was flying. Und er flog. And he was feeling so much mystic and love. Und er fühlte sich so mystisch und in Liebe. And he don't want to look at his kingdom actually. Und er wollte nicht mehr auf sein Königreich runterkommen. And he ended up beautiful heaven. Und er endete dann in einem wunderschönen Himmel. And he saw this beautiful palace. Und er sah einen wunderschönen Palast. And name was written his wife name. Und aber auf dem Palast stand der Name seiner Frau. He landed. Und er landete dort. He says, this is really my wife palace. Und er fragte, ist das wirklich der Palast meiner Frau? Yes. Und die Engel dort sagten ja. So he wanted to go inside to check. Und er wollte reingehen und das, sich mal von innen angucken. And they said, what are you doing? Und die Engel sagten, was machst du da? It's not belong to you. Das gehört dir nicht. Why you want to go inside? Warum möchtest du reingehen? Yes. And we just, because you was not believing, because you were making joke and you did not believe. Und die Engel sagten, ja, weil du darüber Witze gemacht hast, weil du nicht dran glaubtest. So we brought you here. Brachten wir dich extra her. And he was so much inspired. Und dieser Kaiser war so inspiriert dann. He says, I don't want to go back. Und der Kaiser sagte, ich möchte nicht mehr zurückgehen auf die Erde. Angels say, you have to go back. Aber die Engel sagten, du musst zurückgehen. Yes, so they brought him back. Und er musste dann zurück. When his spirit came in his body, und als sein Geist wieder in den Körper kam, he wake up. Wachte er auf.
But still was in night at least. Aber es war immer noch Nacht. Now he was waiting daytime. I will go straight over there and buy 2-3 pairs of security. Und er war schon ganz gespannt auf Tagesanbruch. Weil er dann vorhatte, 2-3 Paläste zu kaufen. And he was waiting one complete time. Und ganz gespannt, er konnte gar nicht warten, die Zeit verging so langsam, weil er so gespannt darauf war, auf den Tagesanbruch. Morning lights. Dann ist der Tag angebrochen. And the queen said, let's have a breakfast. Sagte die Königin, und die Königin sagte, lass uns doch erstmal frühstücken. Und er sagte, vergiss das Frühstück. We have to go to Sufi, who we call the mental Sufi. Wir müssen zum Sufi, den wir geisteskrank nennen. We have to go there, she's away. Und sie sagte, wieso? He said, oh, I cannot tell you. Kaiser sagte, das kann ich dir nicht sagen. I will tell you when we go there. Ich sag's dir, wenn wir da sind. He went there. Und er ging dann dorthin. So he saw early morning this mental sick man. He made already 4 palaces, yeah? Und er sah schon früher am Morgen, dass dieser Geisteskranke schon 4 Paläste gemacht hat. He said, I want to buy you 4 palaces. Und der Rashid sagte, ich möchte alle 4 Paläste kaufen. Die Kaiser. Ja, der Rashid. He said, I sell only one. Aber der Such sagte, ich verkaufe nur einen Palast. Not for. Nicht for. Not for. He said, good, then give me this one. Und dann sagte der Kaiser, okay, gut, dann gib mir den. He says, what is the price? Und der Kaiser fragte natürlich, was ist der Preis? He say, price is when you give me your Königreich here, you will get over there. sagte der Sufi, wenn du mir dein Königreich gibst, dann wirst du mit dem Palast dort drüben bekommen. Kaiser was very confused. Und der Kaiser war dann sehr verwirrt und sauer. Yesterday you sell one palace for 100 euro. Und er sagt, ja, gestern hast du den Preis noch, hast du den Palast noch für 100 Euro bekommen. And now my Königreich, you want to buy this palace. Und jetzt möchtest du mein ganzes Königreich haben, damit ich den Palast kaufen kann. He said yes. Und dann sagt sie, ja. He said, but what is the Unterschied? Why? Aber er fragt, was ist denn jetzt der Unterschied? Oder was hat den Preis denn jetzt so angehoben? He said, your wife yesterday buy this palace without seeing as a compassion. Deine Frau hat gestern, ohne diesen Palast im geistigen Leben zu sehen und aus Mitleid für mich, diesen Palast gekauft. And you, last night I saw you for pressure was in heaven actually. Criminal. Yeah, yeah. Und ich habe gesehen, dass du letzte Nacht, du Verbrecher, im Himmel warst und da hast du dir den gesehen. Und du hast dir das Schloss angeguckt. So your price is different. Deswegen ist für dich der Preis auch anders. Spiritual senses open. Wenn du geistige Sinne sich öffnen, you come to know the value of spiritual life. Lernt ihr auch den Wert vom geistigen Leben kennen. Your spiritual eyes are not functioning. Wenn eure geistigen Sinne aber nicht funktionieren, then you are one Gläubiger. Dann seid ihr vielleicht nur ein Believer. Believer. Dann seid ihr vielleicht nur ein Gläubiger. And believers are blind. Aber die Gläubigen sind blind. You can make your mind. Ihr könnt zwar eine Meinung haben, but your reality is missing. Aber die Realität fehlt einfach. So what God wants from us now? Was möchte also Gott jetzt von uns? Religion. Möchte er eine neue Religion? No. Nein. God wants an easy way you can meet God. Gott möchte, dass ihr ihn auf einfachste Weise treffen könnt. And you can reach your internal happiness forever. Und dass ihr für immer eure ewige Glückseligkeit erreichen könnt. And for this we give many lectures. Und dafür geben wir viele Vorträge. Yeah. And tell us our observation. Wir berichten über unsere Beobachtungen. So let's say you're reading that book. Jetzt sind das, ihr lest ja jetzt das rote Buch, ja? This is not like this one day I wake up, I say, okay, let's write one book. Es war jetzt nicht einfach so, dass ich eines Tages aufgewacht bin und habe gesagt, ja, heute schreibe ich mal ein Buch. Weil es gute Tag war. Weil es ein guter Tag für mich ist. Heute. This book is observation. Diese Bücher oder dieses Buch sind Beobachtungen. I went with my spirit. Ich bin mit meinem Geist selber gereist. So what God was saying to me. Und was hat Gott dann zu mir gesagt? What you heard. Was du gehört hast. What you saw. Was du gesehen hast. What journey you have eternal life. Und die Reise, die du im ewigen Leben gemacht hast. Share with mankind. Teile sie mit der Menschheit. This is the key. Das ist der Schlüssel. Oder bridge. Oder sozusagen auch die Brücke. To come back home. Um zurück nach Hause zu kommen. So when you are reading my book, wenn ihr also mein Buch lest, this is not a roman. Das ist kein Roman, den ihr lest. This is reality.
das ist die Realität. And again, you must see. Und ich sage euch ganz ehrlich. Every time I read this red book, I read already more than 12 times. Jedes Mal, wenn ich dieses Buch lese, und ich habe es schon mehr als 12 Mal gelesen, I find always something new. Finde ich immer einen neuen Schlüssel daran. To have a deeper relationship. Um eine tiefere Beziehung mit Gott zu haben. Now the last thing. Jetzt noch die letzte Sache. You can be poor. Du kannst arm sein. You can be rich. Du kannst reich sein. You can be whatever. Du kannst was auch immer sein. But spiritual journey is a spiritual journey. Aber die geistige Reise ist eine geistige Reise. And material world is on material life. Und die materielle Welt gehört zu einem materiellen, oder das materielle Leben gehört zu einer materiellen Welt. So now question is. Jetzt ist die Frage. What belongs to God and what belongs to this world? Was gehört also zu Gott und was gehört zu dieser Welt hier? If you are giving your all time to this world, wenn ihr eure ganze Lebenszeit zu dieser Welt hier gebt, then you are in trouble. Dann habt ihr Schwierigkeiten oder seid ihr in Schwierigkeiten? Why? Warum? Beispiel, ne? Ja, zum Beispiel. We never forget breakfast. Wir vergessen zum Beispiel nie das Frühstück. Hm? Ja, oder? Hm, heute. Mittag, we eat. Wir essen auch Mittagessen. Abendbrot. Evening brunch. Abendbrot. What about if you forget one week to eat and drink? Was passiert mit euch, wenn ihr vergesst, eine Woche zu essen und zu trinken? What happens? Was passiert dann? We go. And many years you did not give nourishment to your spirit. Aber jetzt, ihr habt auch vergleichsweise viele Jahre eurem Geist kein einziges Mal Nahrung gegeben. So how your spirit looking? Was glaubt ihr, wie sieht jetzt euer Geist aus? I give you an example. Gib euch ein Beispiel. How body grows? Wie zum Beispiel wie der Körper wächst. How spirit und wie der Geist wächst. So, if you go in a restaurant and you eating a beautiful dinner. Wenn ihr in ein Restaurant geht und ein wunderschönes Essen dort esst. Your body grows. Dann wächst euer Körper, aber nicht euer Geist. So, what is a nourishment for your spirit? Was ist also Nahrung für den Geist? The truth of God. Die Wahrheit über Gott. To the searching and knowing the truth of God. Und auch sich nach dieser Wahrheit Gottes zu sehen und, suchen. Und zu, suchen, zu suchen und zu sehen. Yes. What is the water for your spirit? Was ist das Wasser für den Geist? To make your spirit purification. Euren Geist selber zu reinigen. So your spirit, we have a small prayer. We say in German, Gott mach meine Seele rein. So kommt die Lichtheit. Es gibt ein kleines Gebet, da sagen wir, Gott, mach meine Seele rein, damit Licht hinein kann. So, where is the darkness in your spirit? Wo also Dunkelheit in unserem Geist ist, light will not come. Wird kein Licht reinkommen. Okay. Ja? So food me to research what is the truth about my internal life, where we live forever. Essen ist also, die Wahrheit zu suchen, was meine Bestimmung sein wird im geistigen Leben. This wo is ich denken werde. This is a Nahrung, this is refreshment for the spirit. Das ist die Nahrung, das ist die Erfrischung für den Geist. Water is the water of life. Und das Wasser ist das Wasser des Lebens. That your spirit will not dry. Dass euer Geist nicht austrocknen wird. Right? Ja? Now, why do we need a sun? Warum brauchen wir die Sonne? Oder das Äquivalent zur Sonne. Without sun, our earth will die. Ohne Sonne würde ja unsere Erde sterben. Der Sun cool down, here we cool down. Wenn unsere Sonne abkühlt, dann kühlt auch unsere Erde ab. Yes. What is the sun for the spirit? Aber was ist die Sonne für die Erde? Was ist die Sonne für den Geist? God love. Gottes Liebe. So spirit growing different way than your body. Das heißt, der Geist wächst auf andere Weise als euer Körper. Now question is, how many times do you forget to give nourishment to your spirit? Aber jetzt die Frage, wie oft habt ihr vergessen, euren Geist zu ernähren oder ihm überhaupt Nahrung zu geben? So, yet, for example. Zum Beispiel. They are an element in our air. Es gibt Elemente in unserer Luft. They have no color. Die keine Farbe haben. When we want to live and we want to find our destination,
wenn wir das richtige Leben leben wollen und unsere Bestimmung herausfinden wollen, then this element coming in our body, dann kommen diese farblosen Elemente in unseren Körper, going into our spirit, und gehen in unseren Geist, and producing light, und erschaffen Licht. So if you are researching truth, wenn ihr also nach Wahrheit sucht, you get a white light. Dann werdet ihr weißes Licht erhalten. If you are emotional to come to know your home, und wenn ihr emotional seid, um euer Zuhause kennenzulernen, you get color element. Dann bekommt ihr farbenprächtiges Licht. So slowly, slowly, when this light element is coming to you, und lang, Stück für Stück, während diese Elemente in euren Geist kommen, more and more, und sie mehr und mehr werden, what happened to you? Was passiert dann mit euch? You begin to spiritual open. Dann fangt ihr an, euch geistig wieder zu öffnen. You suddenly see open. Auf einmal seht ihr dann, oh, I see, I can smell something which we cannot smell here. Ich kann etwas riechen, was wir normalerweise hier auf Erden nicht riechen können. I can hear something what not belong to here. Ich kann etwas hören, was normalerweise nicht zu hören ist auf Erden oder. So when you become spiritual open, wenn wir also uns geistig öffnen, second step will be, ist der zweite Schritt, that spirit don't want to live in your body anymore. Dass der Geist nicht mehr in unserem Körper leben möchte. Don't want to live in our body. Nicht mehr in unserem Körper leben möchte. It wants, now the spirit sees something else. Weil der Geist sieht jetzt etwas anderes. Which is billion times is fascinated than this earth. Was milliardenmal mehr fasziniert ist als diese Erde. And the spirit won't leave. Und der Geist möchte dann den Körper verlassen. This moment, in diesem Moment, your spirit is strong. Ist euer Geist stark. This moment you are traveling internal life. In diesem Moment reist ihr im ewigen Leben. And you have no wish to come back. Und ihr habt dann keinen Wunsch mehr zurückzukommen auf Erden. Because eternal life is so big. Weil das ewige Leben ist so groß. This earthly life looks like a so much. Diese Erde sieht dann so aus wie ein Nadelkopf. For example, when a woman is pregnant. Vielleicht wenn die Frau schwanger ist. Child in there. Dann lebt das Kind im Mutterbauch. Receiving refreshment. Nourishment. Und es erhält seine Nahrung durch die Mutter. And this is the whole world you know. Das ist die ganze Welt, die es kennt. When he's coming out. Und wenn das Kind aber dann geboren wird. He thinks there's a death coming. Dann denkt das Kind, dass es stirbt. And when he come out, he cried, cried. Ja, und wenn das Kind geboren wird, dann weint es und weint es. But a little bit later he look around. Aber ein bisschen später sieht es sich um. And then child don't want to go back. Dann möchte das Kind nicht wieder zurück in die Mutterleib. So eternal life, when you start going in an eternal life, you come back, you change. Und wenn ihr dann also ins ewige Leben geht und dann wieder zurück in euren Körper kommt, dann verändert ihr euch. Now you want, how I see more light. Jetzt wollt ihr herausfinden, wie ihr mehr Licht erhalten könnt. This is means spiritual life. Das bedeutet das geistige Leben. It is make you free in whole universe. God love means he give you light. Und das macht euch frei im ganzen Universum, denn Gottes Liebe heißt a light. Licht zu erhalten. Different lights. Oder verschiedene Lichtarten zu erhalten. And it make you free again. Und das macht euch dann frei. So if I talk about every key, this will be too long. Wenn ich also über jeden Schlüssel spreche, wird das zu lange. Und wir haben es auf YouTube alles. Yeah, but you can ask me some questions about individual. Aber ihr könnt mir auch individuelle Fragen stellen. Ich glaube sogar, das mit den Schlüsseln haben wir sogar auch hier bei dieser. Yeah. Yeah. But always is again, but we never able to check it out what's going on over there. Yeah. 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 Du kannst es immer wieder machen, aber dann können wir die anderen Bereiche nicht erfüllen. Yeah. Yeah. Because I talk every day. You can be Arthur. Ich spreche jeden Tag. Du kannst Arthur sein. You can be Eagle. Du kannst ein Arthur sein. Yeah. But then people say, every time you speak about how to become Eagle, yeah. Und aber dann sagen wir, jeden Tag sprichst darüber, wie wir ein Adler werden. Yeah, I will speak continuous so long you cannot fly. Yeah. Ich sagte immer, ich werde so lange darüber weiterreden, bis ihr wirklich fliegen könnt im Geist. Yes. So, this topic will be continued.
Ja, dieses Thema wird weitergehen, natürlich. That's the way it is. We study a school, university. Und so funktioniert es ja auch bei Schulen, der Universität. But you cannot make a school. How can I take you to university? Wenn ihr nicht die Schule schafft, wie kann ich euch dann in die Universität nehmen? Ich hatte mich das ganze Jahr sehr intensiv damit beschäftigt, irgendwie geistig zu wachsen, habe viele Kurven gegangen, bin aber immer wieder zu Gott, habe mich da immer wieder hingeschleudert. Nur es hat sehr viel Schmerz in mir erzeugt, sehr viel Verschiebung, sehr viel Druck, weil ich mich, und ich, mir ist die Grundlage dessen nicht klar. Warum hat das so wehgetan? Und vor allem habe ich erstmal meinen Drachen, also dieses, ich will meinen Drachen haben, loslassen müssen. Das war ein Prozess, aber jetzt ist da so viel Schmerz. Und jedes Mal, wenn ich mir mein Umfeld angucke und mir die Menschen angucke in meinem Umfeld, mir meine Wohnung angucke, eigentlich mein ganzes Leben, will ich es einfach nur noch nehmen und was anderes. Also es ist einfach nur noch wegschmeißen. Ich will es eigentlich loslassen. Aber jetzt habe ich diese Wohnung, jetzt habe ich dieses Leben und meine Wohnung zum Beispiel ist furchtbar unordentlich, soll ich. If a doctor make you a operation. Wenn zum Beispiel der Doktor eine Operation bei dir macht. To make you operation. Yeah. Ja. Oder eine Operation an dir vollführen muss. His enemy, he's your enemy to cut yourself. Ist die Frage dann, ist er dein Feind, wenn er dich operieren muss? Why he operation? Warum operiert er dich? Because you have a sickness. Weil du eine Krankheit hast. Yes. And that's why we feel pain. Und deswegen fühlen wir Schmerz. Okay? So, there are two answers for this question. Und auf diese Frage gibt es zwei Antworten. We are living in a world which is not belong to God. Wir leben in einer Welt, die A, nicht zu Gott gehört. Second. Und zweitens. We make many mistakes in our life. In unserem Leben machen wir viele Fehler. Yes? And we take a, how you call it, Wipe. Ja, und in den Umleitungen. And every time we have to feel pain. Und jedes Mal in den Umleitungen nehmen. But then we say, God, why is happening to me? Aber und dann fragen wir aber immer, Gott, warum passiert das mit mir? God is not doing this thing. Gott macht das nicht mit euch. This you are responsible that you not receiving guidance of God. Du bist dafür verantwortlich, dass du keine Führung durch Gott erhältst. You make a mistake. Du machst Fehler. For example, you know the Hamburg. Zum Beispiel, du kennst Hamburg, ja, oder die Strecke nach Hamburg. And we make a 30 Umleitung. Aber dann fährst du einfach 30 Umleitungen. When you wanna be Hamburg. Wann wirst du in Hamburg ankommen? So I tell you. Jetzt sage ich dir, ja. I've been many, many times in heaven. Ich war viele, viele Male im Himmel. Haven't you looked one direction? In den im Himmel kannst du in eine Richtung gucken. 1000 Jahre. Und zwar für 1000 Jahre. It's no point. Das langweilt dich kein Stück. That's the way heaven is. Yes? Und so ist er immer. But if somebody go over there, aber wenn jemand dorthin geht, selfish person, oder eine selbstsüchtige Person in den Himmel geht, I got this heaven. Und sagt, ja, dieser Himmel gehört jetzt zu mir. I have now. Das gehört alles mir. Yes. Heaven is gonna kick you out from there to back here. Der Himmel tritt dich wieder zurück auf die Erde. Why? Warum? Heaven want you help God children. Und der Himmel möchte, dass du Gottes Kindern hilfst, auch dorthin zu kommen. So what is our movement name is? Was ist also der Name unserer Bewegung? One family world. Eine Weltfamilie. So if we want to bring this one family of God back. Wenn wir also diese eine Weltfamilie auch zu Gott wieder zurückbringen wollen. We have everything. Dann haben wir auch im Endeffekt alles. And we're not gonna feel anything. Und wir werden keinen Schmerz haben. Yes. Pain comes when this world is like this. Diese Welt ist so. They don't care about other. Die interessieren sich nicht für andere. If they become happy, everything is okay. Wenn diese Leute glücklich werden oder selber glücklich werden, dann ist ihnen alles andere egal. This world is not belong to God. Und diese Welt gehört auch nicht zu Gott. So God asking us, help my children. Deswegen sagt Gott auch, hilft meinen Kindern. So when you help God's children. Und wenn ihr Gottes Kindern helft and they find their home, und sie dann ihr Zuhause finden werden, you will have never pain. Dann werdet ihr nie wieder Schmerzen haben. God will give you so much love, ihr werdet dann so viel Liebe von Gott erhalten and this love will change into light. Und diese Liebe wird sich dann in Licht
umwandeln. You will free in whole internal. Und ihr werdet dann im ganzen ewigen Leben frei sein. Das ist die Motivation. Das ist die Motivation. Ja, bei mir war es zum Beispiel auch so, am Anfang, dass ich auch, Papa hat immer so schön erzählt, wie er fliegt, aber ich selber habe es auch nie gesehen. Erst als ich dann später gesagt habe, als ich älter wurde, jetzt möchte ich ihnen helfen, aber nicht, weil ich die Himmel und die Paradiese auch mal bereisen wollte, sondern weil ich erkannt habe, was er da macht. Dann habe ich erst nach einem Dreivierteljahr später, habe ich erst Träume jeden Tag gesehen. Und dann später waren wir mit ihm im Wald und haben erst andere Dinge gesehen. Das kam erst, als ich aufgehört habe, auch so Sachen haben zu wollen. Also meine, einfach mich, damit ich auch wie im Freizeitpark mich an den ganzen Attraktionen erfreuen kann. Ja? Die Motivation muss sein, Gott treffen zu wollen und nicht Gott treffen zu wollen, damit du Vorteile hast. The moment Ärger begins for me, helpful, bedingungslos for Menschen. Ja? Ja. Er hat gesehen, vorher hat er gefragt, wie sieht aus, wenn du fliegst? Also das ist eine Realität. Das ist die Realität. Und wenn er hat mich überall geholfen, ein Nachtkampf, er hat geflogen. Ja. Und wenn du Himmel bist, dann diese Welt sieht aus eine Träume. Ein Träume. Wenn ich frage dich, da wie lange hast du gelebt, du sagst vielleicht einen Tag. Dann diese Welt sieht aus eine Vergangenheit dort. Und die Realität beginnt jetzt. Verstehst du? Nur das zu tun mit Erfahrung nicht. Ja. Ja. Manchmal war es auch so, einmal bin ich aufgewacht und ich war voll perplex. Und dann bin ich zu Papa getorkelt und dann hat er gefragt, alles okay? Und ich sag, wo bin ich? Und ich war so weg und habe ich zu ihm gesagt, ja, ich war für 1000 Jahre weg oder so, obwohl ich nur eine Stunde oder eine halbe geschlafen habe. Ja. Weil der Zeitraum ist sehr viel und Herzeit ist schnell mit Körper. Also es war so, als wäre mir ein Lastwagen über den Kopf gefallen. Einmal bin ich in die Wald und habe ich diese Erfahrung und habe ich gesehen, hinten kamen die Geister mit uns. Ja, ja. Und habe ich gesagt, schau nicht zurück. Ja, soll ich das erzählen? Oder? Ja, kann das sein. Ja, wir waren im Wald und damals der Papa. Überzweifelt. Ja, ich bin jetzt niemand, der sich so leicht an der Nase herumführen lässt. Und der Papa erzählt mir. Ja, meine ich. Und, ja, wirklich meinst du eigentlich. Und der Papa hat halt immer viel erzählt, aber so richtig glauben, naja, weil halt keine Beobachtung da ist. Ist er für mich in die Sparte von anderen religiösen Figuren gekommen. Und dann waren wir halt im Wald mit der Marion zusammen. Und das war ein Schwarzwald, wir sind runtergelaufen. Und irgendwann fing der Wald an, sind wir reingelaufen. Dann hat er auch einmal gesagt, ja, müssen wir nach oben gehen. Dann habe ich gefragt, warum müssen wir nach oben gehen? Wir wollten bis nach unten laufen. Die Straße. Dann hat er gesagt, nee, wir müssen wieder nach oben. Und dann später, als wir aus dem Wald raus sind, hat er gesagt, ja, die Marion, nee, ich glaube, er hat mir gesagt, da ist ein Wesen, du sollst dich nicht umdrehen, ja. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich den, ja. So, ja, entweder lügt er mir ins Gesicht, wenn ich mich jetzt umdrehe, oder er ist wirklich was, ja, aber meine Spekulation war, dass er nichts ist und dass er mich einfach anlügt. Dann habe ich mich umgedreht, wir waren 100 Meter, 200 Meter vor dem Haus und dann habe ich vor mir, da, wo der Borak sitzt, in dem Abstand, war eine Person, die bis da zur Lampe war die hoch. 3 Meter, 2,50 Meter. Mit einem schwarzen Anzug, weißes Unterhemd, mit einer so einer Seidenkrawatte. Und die Arme gingen bis runter hier, unter die Knie. Also länger als menschliche Arme eigentlich sein sollten. Und der Hals war auch nochmal doppelt so lang, wie er eigentlich sein sollte. Und über dem Gesicht war ein Schleier, ein durchsichtiger, wie ein Hochzeitsschleier, aber da war kein Gesicht drunter, da war einfach nur Haut. Und die Haut war wie von so einem Leprakranken. Wenn ihr das mal anguckt, ja, manchmal werden die richtig braun, aber manchmal werden die auch schneeweiß. Ja? Und war einfach nur Gesicht. Und das war in der Abstand von der Bora zumindest, und ich habe Panik bekommen. Ja, ich habe den direkt für 30 Sekunden oder so angeleuchtet mit meiner Taschenlampe
aber ich hatte so viel Angst bekommen, dass eine neue Stufe von Angst, wenn ihr so viel Angst habt, dass ihr nicht schreien könnt und nicht weglaufen könnt. Ja? Und ich war fertig, dann bin ich zu Marion gegangen und richtig mit Zitteranfall. Und dann habe ich ihr gesagt, dann hat Marion mich lang gemacht, warum ich mich umdrehe. Dann hat sie mich zu Papa geschickt. Weißt du noch? Ja, ich weiß das noch. Und dann hat er gesagt, aber jetzt nicht mehr umdrehen. Und dann hat er mich reingeschickt. Und eigentlich, ich war schon älter. Ich glaube, ich war 14 oder 15. Fast 14. Ja, und eigentlich schlafe ich nicht bei meiner Mutter, aber die Nacht musste ich bei meiner Mutter schlafen. ich konnte nicht. Und ich hatte mich aber noch kurz umgedreht und ich hatte gesehen, der Papa hatte so gemacht. Und aber das Wesen habe ich nicht mehr gesehen. Und dann hat der Samuel mir am nächsten Morgen erzählt, ich habe mit meiner Schwester in einem Zimmer geschlafen, dass die ganze Nacht, wir hatten so eine Tür mit Milchglas davor, dass die ganze Nacht irgendeine Person durchs Fenster geguckt hat. Ja, also ich war auch damit im Schwarzwald und der Moos, ja. Also sie sind halt im Berg hochgelaufen und danach, er hat auch Panikattacken, man hat auch in der Nacht geschrien zu meiner Mutter und hat mir auch Angst gemacht. Und wir waren oben im Schloss und da war so, das war halt so gemietet und da war, der Bereich war abgesperrt, also konnte eigentlich niemand hin. Und die ganze Nacht, ich lag auf meinem Deckel, ich konnte sehen, dass hinter Milchglas so ein riesiges Gesicht war, aber in dem Zimmer, okay, also man, das ist so, ich weiß nicht, man kann nicht schreien, man kann gar nichts machen. In dem Zimmer, wo ich mit ihm geschlafen habe. Ja, so ähnlich, ich weiß. Also in dem Zimmer, wo ich mit ihm geschlafen habe. Ja, ja. Da war ich von meiner Mutter. Ja, einfach mal. Ich weiß nicht, wer Antworten hat. Ja, das ist in Englisch erzählen. Weil du bist, wir sind ja in diesem Berg hoch und dann bist du ja zu mir gekommen, zum Mario Maren. Und dann, als ob du das gesehen hast, ob er das mitgebracht hat. Ich wusste, ich will mich nicht umdrehen, ich will das nicht sehen, aber ich habe neben mir im Hals habe ich einen Atem gespürt. Also ich sage euch, mein Herz, das war hier oben, Gänsehaut ohne Ende. Ich habe richtig gemerkt, es ist jemand neben mir. Aber ich habe gemerkt, guck's nicht dahin, weil ich dachte, wer weiß, was das ist. Ja. Aber das war richtig extrem. Also das war auch nachts. Ein Erlebnis. Ja, nachts, nach 12 Uhr. Ja. Weil wir wollten ja eigentlich ein Erlebnis haben. Ja. Aber wir müssen dann nach 12 Uhr gehen. Und dieses Erlebnis war so krass. Ihr wisst ja nicht, wie schnell man dann anfängt, sich das geistige Leben zu interessieren. Ja. Und trotzdem hat er mir auch einen Intensivkurs gegeben. Ja. Und drei Stunden mit ihm zu laufen war nicht genug, ja, was man dann alles wissen will. Und dann müsst ihr müsst auch immer im Kopf halten, diese Erlebnisse sind sehr intensiv. Aber nach einem Monat, dann fragt ihr euch, wenn ihr zurückerinnert, ja, vielleicht könnte das ja auch was anderes gewesen sein. Weil ich habe vielen aus der Uni das erzählt, die haben gesagt, es kann auch ein Reh gewesen sein. Nee, also oder eine Almöhe. Aber das war so intensiv. Erstmal hatten wir drei unterschiedliche, also müssen wir alle die gleiche Krankheit haben oder so. Aber wir haben, alle haben wir das gesehen. Ja? B, weiß ich noch, im Wald war es entweder was braun, oder es war dunkel oder es war grün, aber da war keine rote seidene Krawatte, die zurückgeleuchtet hat. Ja, also das war ich noch sicherlich. Und also auch wenn die Leute noch so zweifeln, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß immer noch ganz genau, wie es vor mir gestanden hat. Das war einfach ein dicker Schock. Ja. Was meinst du, wie würdest du das bezeichnen, was du gesehen hast? Mehr so monstermäßig. Ja, es sah halt aus wie ein Mensch. Das hat mit Gott jetzt zu tun? Ein dunkles Wesen. Hatte keinen. Und Papa hat mir dann auch später gesagt, dass das Wesen gefragt haben, du bist Prophet, aber warum haben deine Kinder auch kein Licht? Ja. Hast du den Augen erkannt? Ne? Nee, es hatte kein Gesicht. Achso, kein Gesicht. Ja. Ja. Richtig. Zum Beispiel, wir sind 20 Leute hier. Also, wir sind 20 Leute hier. Ja, zum Beispiel sind wir 20 Leute hier, ja? But your ancestors also. Aber auch von jedem von euch sind die Vorfahren auch nochmal da. They're seeing this special opportunity. Weil die nehmen sich diese besondere Möglichkeit. So, anybody. Das heißt, jeder hier, ja? 7 generations are here right now. Dass 7 Generationen, bis zu 7 Generationen zurück, die Vorfahren von dem hier sind.
So, here the 20 people. Das heißt, hier sind also 20 Leute, die begrüßen sich. But I see here 20,000 people. Aber ich sehe hier 20,000 Leute. I was there one evening. Eines Abends. We were eating. Haben wir zum Beispiel einmal zusammen gegessen. The man came to me. Und dann kam mir ein Geruch in die Nase. And I asked the spirit who you are. Und ich fragte dann diesen Geist, den ich gesehen habe, wer bist du? Manuel, can you come here? Yeah, come here. Okay. He says, I am the grandfather of her. Und dieser Geist sagte, ich bin der Großvater von ihr, von Martina. I told her. Und ich habe es ihr gesagt. Your grandfather is here. Und habe ihm gesagt, dein Großvater ist hier. And he says, I want to know, tell me something that I know. Und he's my grandfather. Und Marlon sagte, sag mir etwas, was nur mein Großvater wissen kann. That he is really my grandfather. Damit ich weiß, dass er wirklich mein Großvater ist. I say to her, in her private part, in seiner Privatgegend, there is something special, and you should ask your grandmother. Ist was Besonderes, Tattoo. Yes. Ist ein Tattoo Besonderes und du sollst deine Großmutter fragen. Especially this part, which is a very private. Vor allem diese, genau diesen Privatpart. Da ist ein Tattoo drin. And I tell exactly where it is. Und ich sage dir genau, wo es ist. And she went to her grandmother. Und sie ist dann auch zu ihrer Großmutter gegangen. And she said, he saw my grandfather. Und sie hat dann ihrer Großmutter erzählt, ja, er hat meinen Großvater gesehen. And he said something very special. Und er hat was sehr Besonderes gesagt. And this is true. Und ist das, stimmt das, was er da gesagt hat? Her grandmother was sie war so geschockt, sie sagte, woher weißt du das? Das kann keiner wissen, gern. Ja. Ja. Vielleicht gesagt, doch, er weiß das. Also Said, ich wusste das, ich habe alles erklärt, aber für sie war... Nicht but why they are coming to us? Aber warum kommen diese Vorfahren zu uns? Das ist eine Frage. Nobody asked me this. Wir fragen mich niemand mehr. Ja, komm ja nicht zum Ort. They are coming. They are coming because they don't have a body. Die kommen zu uns, weil sie ja selber keinen Körper mehr haben. Sie sind ja tot. And they want. If you do something spiritually, weil sie wollen, wenn ihr etwas Geistiges für das geistige Leben für euren Geist tut, because you have a body, weil ihr noch einen Körper habt, you receive light and through you they receive light. Ihr erhaltet ja für eure Tat dann Licht, was Geistiges ist, aber auch eure Vorfahren erhalten Licht. Licht. That's why they are coming. Und deswegen kommen sie zu euch. Ich habe zwar keinen Kontakt mit euch, passt gut auf mich auf. Sometimes God shows many things. Manchmal sagt Gott viele Dinge. You can tell when you was cooking one food after. Du kannst ja einmal erzählen, was du gesehen hast, während du ein Essen gekocht hast. Ich habe einmal halt Essen zubereitet und dann habe ich das Said an den Tisch gebracht, er hat da gesessen. Und dann war ich voll erschrocken, weil sein Oberkörper ist auf einmal weg gewesen und ich habe nur seine Knochen gesehen und die Knochen waren so extrem grün, so strahlend neongrün. Und dahinter, hinter dem Rücken praktisch, hat er dann wie so weiße Flügel kam zum Vorschein und Kopf und Arm und so waren aber alles ganz normal. Und dann habe ich ihn angestrahlt. Und er so, möchte ich mir das Essen geben? Ich so, ja, hab's hingestellt. Und ich war aber total, ich wusste nicht, was ich dann gesehen habe. Nee, das war Arapat. Und dann hat er mir dann halt erklärt, dass das normal ist, ja, wenn man geistig öffnet, dass man solche Sachen dann sehen kann, dass man solche Erlebnisse hat. Aber in dem Moment war ich echt so, oh, was ist das? Da war ich geschockt. Eine andere Situation war auch beim Essen. Da saß ich mit meinen Kindern am Essenstisch und dann habe ich eigentlich an der Wand geguckt, da habe ich so ein Bild gehabt und auf einmal ist alles weg. Mein Bild war weg, meine Wand war weg, und aber zum Vorschein kam eine wunderschöne Wiese, Natur, wo du wirklich alles gefühlt hast, du hast es richtig gehört. Du konntest sogar die Insekten konntest du hören. Deine Vögel, alles. Und diese Sonne habe ich richtig auf meinen Körper gespürt. Es war einfach wunderschön. Und dann habe ich von
habe ich von Weitem jemanden kommen sehen. Ich habe immer nur links und rechts hat die Person sich übergebückt. Und dann habe ich gemerkt, der Blumen pflückt. Und dann kam es immer näher und immer näher. Und irgendwann habe ich aber erkannt, dass das Said war. Aber ich habe ihn erst nicht richtig erkannt, weil er sah jünger aus. Er hatte so einen Strahlen um sich. Und seine Haut, die war so wie Porzellan, sage ich immer. Also so fein. Du hast keinen Fleck, gar nichts gesehen. Da war kein Bart, gar nichts. Ja? Und die Zähne waren wie aus einer Zahnpasta-Werbung. Also so strahlend weiß und gerade. Und dann kam er mit seinem Blumenstrauß und sagte mir, ja, ich bin's. Und dann habe ich so viel, auch diese Atmosphäre war so schön. Und dann hat er mir die Blumen gegeben und gesagt, die sind für dich. Und dann weiß ich noch, ich habe sie genommen und dann war alles wie vorher. Meine Kinder haben mich angeguckt, Mama, alles okay? Ich so, ja, das ist alles okay. Und dann habe ich halt weiter gegessen. Und das war ein Bruchteil. Ich weiß nicht, wie lange, aber es können ja nur ein paar Sekunden gewesen sein. Aber trotzdem, also solche Erlebnisse hat man dann, sich geistig öffnen. Vielleicht wenn euch das Buch. Morgen kann ich Ihnen erklären, kann nochmal, wie jede Schlüssel funktioniert. Mhm. Nein, gut für euch. Das auch noch. Ja, bitte, oh ja. Drei Monate. Mhm. Aber Leute hat recht genommen. Mhm. Was? Ja, ich wollte das tun, dann sie. Ja, Hartmut hat sich als erstes gemeldet, aber du hast zuerst gesprochen, weil du ihn nicht gesehen hast. Ach so, das war es. Und dann nach dem anderen. Kommt auch noch. Ach, ja. Das heißt, wir haben jetzt durch dich viele Dinge über Gott erfahren. Wir haben aber auch gesehen, wie schwer es ist, diesen Weg zu gehen. Und ich denke, du hast in deinen Büchern oft von der mystischen Liebe zu Gott gesprochen. Und kannst du uns mal ein bisschen eröffnen und erzählen, was uns in dieser mystischen Liebe zu Gott, was uns da erwartet? We're often talking about this mystic love to God, and he wants to know what awaits us when we are in this mystic love of God. But we have a full kind of love. Aber es gibt vier Arten der Liebe insgesamt. Wahrscheinlich der Klasse. Also, hier steht auch warum. Die Romantik, ne? Es gibt die romantische Liebe. Zu Gott. Zu Gott. Realistik. Die realistische Liebe. Yes. Burning Love of God. Brennende Liebe zu Gott oder brennende Liebe Gottes. And the mystic love of God. Und die mystische Liebe Gottes. So, which kind of love you want to know? Also welche Liebe möchtest du jetzt kennenlernen? Das könnt ihr aussuchen. Okay, I explain a little bit more than you have. Okay, ich erkläre noch ein bisschen mehr, ja? There are four type of love. Es gibt also diese vier Arten der Liebe, ja? When they heard about God. Und als sie über Gott gehört haben. Der ist inspiriert. Wenn Leute über Gott hören, zum Beispiel, dann gibt es die sehr inspiriert sind. But this inspiration later go away. Aber die Inspiration geht dann später wieder weg. This is the romantic love. Das sind die der romantischen Liebe mit Gott. Die romantische Liebe mit Gott. Rein und raus. Ja, also komm rein und wieder raus. Oh, das ist romantisch. Das ist romantic love. Okay. Ja, gut. Wenn die Zustände noch positiv sind. Oh, second love. Romantic love means. You live in Roman fascination. Ja, das heißt, romantische Liebe heißt, dass du in einer so romantische Faszination lebst. I mean, romantic atmosphere is not there. Ja, aber wenn es keine romantische Atmosphäre mehr gibt, dann ist auch die Liebe weg. Ja, von euch. Okay, realistic. Jetzt kommt die realistische Liebe. Realistic love means that you want to go in love with somebody. Dass ihr mit jemandem in Liebe gehen wollt, ja, one journey, auf eine Reise gehen wollt, but come many difficulties and many challenges in life. Aber es kommen viele Schwierigkeiten, wie man das ja das auch aus dem Leben kennt, in euch dann treffen. In the end you meeting a Berlin Mauer, like you hitting.
Und so wie er am Ende gegen die Berliner Mauer klatscht oder rennt. And you feel like you cannot go. Und ihr fühlt irgendwann, als könntet ihr nicht mehr weitergehen. And for this love you spend many. Und für diese Liebe verbringt ihr dann viele, viele Jahre. And this is a difficult love. Und das ist aber eine sehr schwierige Art. You cannot live if you don't want to say goodbye. That's a realistic love. Du kannst nicht gut leben, du kannst aber auch nicht auf Wiedersehen sagen. Das ist also ein sehr schmerzhafter Love. This is realistic. Das ist die realistische Liebe, ja. It can take many years away from you. Das kann viele Jahre von euch nehmen. Yes. This is another. Das ist eine andere Liebe. Burning love is. Dann brennende Liebe. For God is that you decide you will take every cross or sacrifice and you want to make a right decision. Die brennende Liebe Gottes ist, dass ihr jedes Kreuz auf euch nehmen wollt, also jede Schwierigkeit auf euch nehmt, um Gott zu treffen oder um Gott zu helfen. And leave this world behind. Und diese Welt lasst ihr hinter euch. That's a burning love. Das ist die brennende Liebe. This love go until the last breath. Diese Liebe geht bis zum letzten Atemzug. Now we are talking mystic. Jetzt sprechen wir über die mystische Liebe. When we are a mystic love with God. Wenn wir in der mystischen Liebe mit Gott sind. Your light and God's light is meeting each other. Dann treffen sich dein Licht und Gottes Licht in einem Punkt. And in this moment you don't know what is your name. In dem Moment weißt du nicht mehr, was dein Name ist, was dein Name war. Where you were living, wo du gelebt hast. What you were doing, was du gemacht hast. Something is taken away from you. Etwas wird sozusagen von dir weggenommen. In this moment God gives you a new identity. Und in diesem Moment gibt dir Gott eine neue Identität. And take away your past. Und nimmt deine Vergangenheit weg. And take you far away. Und nimmt dich weit, weit weg in die Geschichte. This mystic moment can be for 1 minute. It can be a few minutes. Dieser mystische Moment kann eine Minute sein, ein paar Minuten. Or it can be longer. Oder länger. But in this mystic moment, you come to know God deeply. Und in diesem mystischen Moment lernst du aber Gott auf allertiefste Weise kennen. You come to know God, you come to know His heart, you come to know His nature. Du lernst Gott kennen, du lernst sein Herz kennen, du lernst seine Charakter oder Natur kennen. Yes. This we call a mystic love. Und das nennen wir mystische Liebe. When I come back, no? Zum Beispiel, wenn ich zurückkomme in meinen Körper, it takes me 15-20 minutes. Dann brauche ich 15 oder 20 Minuten, ne? To come to know where I'm sleeping. Um herauszufinden, wo ich schlafe. What is my name? Was mein Name ist. Or I have a children. Oder dass ich überhaupt Kinder habe. Or I have a partner. Oder dass ich einen Partner habe. This memory takes a little bit time to come back. Dass diese Erinnerung zurückkommt, dauert ein bisschen. Das heißt nicht mehr. Und das bedeutet, das mystische, eine mystische Liebe zu sein, eine mystische Liebe zu haben. But in a true moment book, I don't know, I give many explanations. Aber warum Leute, weil ich glaube, da habe ich viele Erklärungen gegeben. I can, you can read more. Ich wollte da noch dazu fragen, kann das jederzeit passieren? Nehmen wir mal an, jemand hat ein Gespräch mit dir und auf einmal bist du, also ich habe es jedenfalls erlebt, du konntest nicht verstehen, du hast dich so, und ich war dann ganz weg und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Ich habe nicht verstanden, was los war. Ja. Und weißt du noch, Sandra? Das Erlebnis da, wo ich dann nachher ein bisschen aufgelöst war und er hat was reingeschrieben für dich und dann hast du gesagt, das ist auch für dich. Kannst du dich noch erinnern? Vor einem Jahr. Ein Föhl. Ja. Und da habe ich auch gedacht, meine Zeit, jetzt hast du mal die Gelegenheit mit ihm über das zu sprechen. Ja. Ja, und dann auf einmal war immer der Kopf auf der Brust und der war die Augen waren zu und ich habe was gesagt und gefragt, ich gesagt, es kam nichts. Und dann habe ich gut, danke. Und dann hast du noch bitte, bitte gesagt. Und dann bist du noch einmal kurze Zeit aufgestanden und ich war praktisch in die Luft, bist einfach, glaube ich, weggegangen. Hast, glaube ich, gar nicht. Und ich war so enttäuscht, weil ich das nicht kannte. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich da auch ganz anders damit umgehen können. Ich finde, man sollte Zeit, seien wir nicht böse,
aber vielleicht solltest du auch hin und wieder mal darüber hin, die neu, also ja, relativ neu gewesen, darauf hinweisen, dass sowas passieren kann. Nicht, dass man dann plötzlich denkt, was ist jetzt los? Der hat ja gar kein Interesse mehr an mir, was kommt nichts mehr und dann ist er irgendwie enttäuscht. Ja? So, das kam, ich glaube, das war in dem Moment weg. Ne? In der geistigen Welt kann das sein, dass du, kann das sein, dass du plötzlich weg bist. Ja. Im Gespräch, ganz plötzlich. Manchmal passiert, wenn ich schreibe Bücher, ne? Ja. Oh ja, sorry. Wir nennen das auch. Some kind of writing books. Manchmal, wenn ich Bücher schreibe. And God writes it to me. Und mal, Gott ist Richter, ob mein Name sonst. This moment I don't know what I'm writing. In diesem Moment weiß ich nicht, was ich schreibe. I'm just writing. Ich schreibe einfach nur. But in this moment, my one feet is in heaven. One feet is on earth. Aber in diesem Moment ist ein Bein von mir im Himmel, das andere auf Erden. So, richtig. So in this moment, for example, somebody comes. Weil ich so müsste, in diesem Moment jemand zu mir kommt. He talk to me loud. Und er dann laut mit mir redet. Für mich sieht aus eine weit weg Baustelle. Dann sieht das für mich wie eine Baustelle aus, die weit weg ist. But I cannot follow this person what he asked me. Aber ich weiß nicht, was diese Person mich fragt. Like a bee. Das ist wie das Bienen so. Yes. And this many times happened to me, I'm sitting with you. Oftmals ist mir auch schon passiert, dass mit jemandem sitze. Even today. Selbst heute. Many times this behind everything was gone. Weil wir das alles, da die ganzen Schränke einfach sich wegschieben. And I felt I am flying over the, like I'm laying on this cloud actually. Und ich fühlte, als würde ich fliegen und als würde ich auf einer Wolke liegen. And I was laying. And I was talking with you. Und aber gleichzeitig habe ich auf dieser Wolke gelegen, aber gleichzeitig mit dir gesprochen. Yes. But if it go longer, aber wenn das noch länger vorne geht, then I lose my concentration when I was talking. Dann verliere ich meine Konzentration über was ich gesprochen habe. We know this. Yes. That I have to remember what I was talking. Und da muss ich mich erst wieder daran erinnern, über was ich gesprochen habe. Und das kommt ganz plötzlich oder hat man Einfluss drauf? Oder kommt das wie ein Ohnmachtsanfall? Spontan. I have no interest. Spontan. Kein Einfluss drauf. Yeah. Because, yes. Oh. Yes. Ja, ja, ja. Like I was speaking to the Kundgebung. Beispiel heute, als ich auf der Kundgebung gesprochen habe. Suddenly everybody was gone. Auf einmal war jeder weg. And angels said to me, they're gonna bring this Corona front of your house. Und die Engel haben zu mir gesagt, wir werden dieses Corona direkt vor dein Haus bringen. And in this moment I forget what was the paper, what was this thing. Yes. And I went together with angel, I want to see what they are talking about. Und in diesem Moment habe ich vergessen, was ich gesprochen habe, vergessen, dass ich Blatt in der Hand hatte. Und dann bin ich mit den Engeln gegangen, habe geguckt, was sie mir zeigen wollten. And what I saw, was ich gesehen habe, front of each house. Vor jedem Haus. There was standing one Gesundheit, health department person. Stand jemand vom Gesundheitsamt? And one more person. Und noch eine Person. One Beamte. Und auch noch ein Beamter. And they says, we want to test your children if they have Corona or not. Und die haben gesagt, wir möchten eure Kinder testen, ob sie Corona haben oder nicht. And I was standing over there. Und ich habe dort drüben gestanden. And my problem came out in this moment. I forget what was writing over here. Actually. Mein Problem war, dass ich dann in diesem Moment vergessen habe, was ich auf meinem Blatt geschrieben habe. Yes. And they say, bring your children out. Und diese drei Leute sagten dann, holt eure Kinder. Oh. And they says, no. Und die Eltern sagten, nein. We don't want. Wir möchten das nicht. And then this Beamte, he called the police. Dann hat dieser Beamte die Polizei gerufen. Police, I say, let them go and test it, or we will take your children out. Und die Polizei hat gesagt, holt eure Kinder raus, lasst sie getestet werden, ansonsten kommt das Gefängnis und wir nehmen die Kinder mit. And then I saw like a mother was crying.